Ah, wir können einfach, ja, oder nicht abpumpen, wir pumpen einfach rein und dann kommt der Eimer nach oben, oder? Aber dafür müssen wir das Wasser irgendwie anstellen, wahrscheinlich. Und das heißt, wir müssen dem Schlauch folgen. Oh, was ist hier? Oh, mumifizierte Katze. Lol, lecker. Die arme Katze. So, dann folgen wir mal dem Wasserschlauch. Aha, da ist es. Da ist... Da ist mein Schnauze. So, dann gehen wir mal gucken, was wir dort drin finden. Aha. Eine zerbrochene Scheibe. Wo wir die wohl nur gebrauchen können. Ich glaube, das war ja ganz oben, ne? Was haben wir denn an Zielen? Der einfache Astrologieschlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. Ah, okay. Was heißt das? Der einfache Astrologieschlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln. Ja, genau. Also jedes Sternzeichen hat eine Zahl und diente auch für die Unterschrift. Aber das nützt mir trotzdem nichts, ne? 1, 10 und 11. Weil die entsprechenden Bilder waren ja eigentlich nicht drauf in Perosis Zimmer. Finde mit den Informationen aus Perosis Zimmer die Kombination für das Schloss heraus. Also das muss ich doch irgendwie rausfinden anscheinend. Lol. Ja gut. Da muss man wahrscheinlich mehrere Sachen zusammenreimen. Sich. Wo war denn Perosis Zimmer? Das war da oben, ne? Da müssen wir ja eh wieder hin. Wir haben jetzt noch dieses Schlüsselstück für die Astrologiekunde hier. Ich hoffe mal, dass das alles ist, was wir haben. Was wir brauchen, meine ich. Ne, fehlt immer noch eine, ne? Oder? Ja. Fehlt noch einer. Das wird wahrscheinlich bei Perosis Zimmer sein, denke ich mal. Also gut, ja, stimmt. Wir haben ja noch die Nummern, ne? Da waren die Nummern. Mit denen haben wir ja noch gar nichts angefangen. 1, 10 und 11. 1 ist Captain Cortez. Aber 10 gibt es ja gar nicht. Das sind aber eigentlich 12, aber... Hier sind nur 9 drauf, ne? Sind das dann die 3 fehlenden? William Argan? Ne, die waren ja auch auf dem Bild drauf, sonst hätte ich es ja nicht lösen können. Oh, verdammte Axt, ey. Sie dienten auch als Unterschrift. Aber irgendwas muss es ja sein mit diesen Nummern da oben, ne? Boah, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. In dieser Hinsicht. Wie soll ich diese Symbole identifizieren? Wir haben... Wir müssen ja nochmal das Schriftstück dann rausholen. Lottis Tagebuch. Wo war's? Perosis Tagebuch. So flüstern aber nicht sehr lange, bald werden sie brennen sehen, bla bla bla. Die guten Piraten von Pushatin, mögt ihr den See befahren, bis ihr die Küsten Harley erreichen. So. Wir haben hier eine 1, 10 und 11. Puh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Aber was hilft mir das? 1, Aquarius. Die Waage und der Skorpion. Aber ich bräuchte doch einen Code irgendwie, den ich eingeben muss. 1, 11, 10 nützt mir ja nix. Oder?
Ich bräuchte irgendwie in fehlende Zahlen. Haben wir noch irgendwas zu Perosi? Nee, Lottis Tagebuch, keine Ahnung gerade. Perosis Zimmer, die Kombination. Finde mit den Informationen aus Perosis Zimmer die Kombination für das Schloss heraus, da sie nur 12 an der Zahl waren. Ja, es waren nur 12. Aber was hat das mit dem Schloss hier zu tun? Da ist diese Scheibe drin, die noch fehlt, ne? Wie ich es gesagt habe. Aber wie komme ich daran? Wie komme ich daran? Ich blick's gerade nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich blick's gerade absolut nicht. Wir haben dieses Bild. Aber ich habe hier keine 10 und keine 11 drauf. 1, 7, 5, 3, 9, 4, 8, 6, 2. Haben wir hier 1, 2, 3 vielleicht zu machen und... Nee. 1, 7, 5 vielleicht eine Kombination ist oder so. 3, 9, 4, nee, das kann nicht sein. Ich weiß schon. 7, 9, 6. Sechs, neun, sieben. Schwierig, schwierig, schwierig. Nee, warte mal. Wir brauchen diese drei Nummern wahrscheinlich. William Arges, Mosig und Keith. William Arges ist die 2. Mosig die 9. 2, 9, 4. 2, 9, 4. 294 und jetzt müssen wir noch mal in die Ermittlungen gucken. 294 wäre Pisces. Das wäre die 2, die 9 wäre die Libra und die 4 wäre Gemini. Okay, das könnte sogar hinhauen, weil die haben wir, glaube ich, diese Zeichen. Was waren jetzt Pisces hier? Pisces, das hier, ne? Ibra und Gemini. Was waren Gemini? Ja, genau. Apis. Nice. Cooles Rätsel eigentlich. Sehr cooles Rätsel. Gefällt mir. Achso, wenn wir jetzt wieder auf Ziele gehen, kriegen wir wieder was vorgelesen. Ne. Jetzt können wir aber die Scheibe hier reparieren. Was war noch für ein Ziel da? Oh. Oh fuck, was ist das? Jetzt können wir hier nicht mehr durch, ne? Oder was? Bin mir nicht sicher. Können wir hier durch? Gott. Holy crap, shit, Mann. Ich glaube, da was zur Hölle ist hier los. Wir können gar nicht alle bewegen oder so irgendwie. Warte mal, die müssen ja außen sein, oder? Kann ja nicht anders sein. Das muss auch unten sein, aber ich komme nicht an die Mitte ran. Ich kann das in der Mitte nicht bewegen. Achso, warte mal, ich kann die Teile drehen. Ah, okay. Dann können die da doch irgendwo anders hin, ne? Ach du Shit, ey. Das hier wäre hier oben, ne? Dazu hatte ich etwas im Kollektanenbuch gelesen. Ah, okay. Du hast was gelesen. Das ist gut. Ich hab's nämlich gerade nicht in Erinnerung. Ich kann aber auch nicht auf die in der Mitte gehen.
das hier sieht schon mal vielversprechend aus. Und das hier muss da oben hin. Das hier passt nicht hier hin. Das kommt hier unten hin. Und das hier müsste dann ja hier hin. So, das ist ja schon mal korrekt, oder? Glaube ich zumindest mal. Jetzt ist das hier natürlich nicht so richtig. Das passt hier oben auch nicht. Das muss hier unten hin, glaube ich. Nee, auch nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Passt nirgends hin. Das hier ist auch nicht so korrekt. Das auch nicht, oder? Alter. Das könnte passen. Das könnte auch passen. Das hier passt nicht. Oder muss... Ah, nee, warte mal. Das hier muss doch da unten hin, oder? Nee, da passt ja auch nicht hin. Nee, das kann eigentlich nur da oben hin. Außer ich habe es insgesamt schon falsch gemacht, ne? Ist hier kein... Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Okay. Sehr schön. Was ist jetzt passiert? Gar nichts, ne? Ich brauche den Schlüssel. Was haben wir denn jetzt für Ziele überhaupt? Detective Carnby tat sich schwer damit zu verstehen, was geschehen war. Es fühlte sich ähnlich an, wie als er in das französische Viertel gezogen worden war. Aber mit weniger Kraft und Entschlossenheit. Hatte er dies ausgelöst? Oder war es etwas anderes gewesen? Gut, wir müssen ja noch in den Heizkessel. Und ansonsten... Ach so. Jetzt können wir hier nochmal Zahlen suchen. Oh je. Mit dem Talisman hier komme ich auch noch nicht so wirklich klar. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den ja auch nur jetzt drehen, aber ich kann nicht... Ah doch, die Scheibe kann ich tauschen. Genau. Oh nee. So, dafür will ich mal erstmal Ruhe lassen, weil dann müssen wir dann so ausrichten, wahrscheinlich wie das hier steht. Alle drei. Also den einen auf 3, die kleine Scheibe. Die andere auf... Was ist das? 4? Die mittlere. Und die andere auf 6, die große. Also die kleine auf 3, haben wir gesagt, ne? Die steht sie ja. Die, oh, 3. Die mittlere auf 4. Aha, ja, genau, ne? Dann müssen wir jetzt ja nochmal die kleinere machen. Oder? Ne, warte mal. 3. Die andere steht auf 4 und die große auf 6. Wo ist die 6? Wo ist denn hier der Pfeil? Wo? Ah, da unten. Da unten. Ja. Genau. Jetzt verstehe ich das Ding. In dem schwarzen Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor von Jeremys Zimmer. Stimmt. Da war ich ja eben gerade. Da nebendran. Genau. Okay, das Bild zeigt er mal, aber das bringt mir... Ah, doch. Obwohl ich noch nicht im Heißkessel war. Oh, da ist nur ein Zimmer ist beleuchtet. Oh Gott, und hier haben wir wieder Action und Spaß. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Das sind die Erinnerungen von Jeremy. Und an dieser Stelle, liebe Freunde, hoffe ich, ihr freut euch auf die nächste Folge. Wir haben jetzt in dieser Folge nicht viel gekämpft in dieser Aufnahmereihe oder sonst was, sondern viel mehr Rätsel gelöst und uns Geschichte angehört vom Spiel. Aber in der nächsten Folge, denke ich mal, wird es wieder weitergehen mit Fights und Action und Horror und Wutschreien. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge Alone in the Dark mit eurem Spooky VF. Macht euch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye, bye, bye.